Hey Freunde, wenn in diesem Video etwas unklar sein sollte, etwas nicht funktionieren sollte oder ihr allgemein irgendwelche Fragen habt, schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch sehr gerne auf Instagram schreiben. Dort werde ich auch versuchen, auf alles einzugehen. Darüber hinaus würde ich mich noch sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video eine Bewertung da lassen würdet und meinem Kanal ein kostenloses Abo da lasst. Genug geredet, Freunde, viel Spaß mit dem Video. YouTube. Mein Name ist Yoshi und ich wünsche euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es sich darum, wie ihr alle 10 Joggers für den Mann bekommt. Das Ganze ist eigentlich relativ einfach. Zu den Voraussetzungen komme ich jetzt gleich. Eine Kleinigkeit möchte ich noch ansprechen und zwar würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Ich sehe nämlich teilweise, dass ich tausende Aufrufe auf meine Videos habe, aber kaum Likes. Also das Like-Verhältnis zu den Aufrufen ist bei mir echt, echt schlecht so und ich denke mir, so viele Leute von euch gucken meine Videos und bereichern sich daran. Deswegen lasst ein bisschen Liebe da, Freunde, und gönnt meinem Kanal auf jeden Fall eine Bewertung. So, genug geredet, Freunde, viel Spaß mit dem Video. Wir beginnen direkt mal mit den Voraussetzungen bzw. mit den Vorbereitungen für diesen Glitch. Als allererstes muss ich euch über den Glitch sagen, das Ganze hier ist wieder ein 2-Konsolen-Glitch. Das Ganze habe ich schon mal hochgeladen für den weißen kugelsicheren Helm zum Beispiel. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Das Video ist auf jeden Fall noch online und das funktioniert auch noch. Zu dem 2-Konsolen-Glitch muss ich euch auf jeden Fall was sagen. Achtet bitte darauf, dass ihr das Ganze mit einem vertrauenswürdigen Freund macht, wenn ihr keine zweite Playstation haben solltet, damit eure Accounts nicht verloren gehen. Als nächstes braucht ihr auf jeden Fall noch ein Computerprogramm, das Ganze nennt sich NetCut. Das werde ich euch in der Videobeschreibung unten verlinken. Das ladet ihr euch einfach nur runter auf den PC und wenn ihr das dann öffnet, werdet ihr auf eine Internetseite geworfen. Ich werde mal eben kurz ein Bild dazu einblenden und auch direkt mal einen Marker auf das Wi-Fi-Zeichen setzen, auf das ihr achten müsst, das blaue. Ich mach das mal eben rein. So sieht die Internetseite auf jeden Fall aus. Das werdet ihr auf jeden Fall finden, Freunde. Wenn ihr das dann soweit haben solltet und soweit offen haben solltet, das Wi-Fi-Zeichen habe ich euch ja jetzt auch gesagt. Sucht ihr euch natürlich den Kasten raus, bei der PS4 steht und die IP-Adresse von eurer PS4 drauf ist. Und wenn ihr das dann haben solltet, geht ihr einfach nur hin und geht zurück in die Story von GTA 5. Seid jetzt hier im Story-Modus angekommen, drückt ihr jetzt einfach nur die Optionstaste und als nächstes kommt dann jetzt euer Freund ins Spiel. Euer Freund muss sich jetzt auf seiner Playstation mit eurem Account einloggen, dadurch werdet ihr dann halt rausgeworfen. Und euer Freund loggt sich auf jeden Fall ein, startet dann GTA und geht einfach nur ganz normal, so wie ihr jetzt hier, in den Story-Modus rein. Er muss haargenau dasselbe machen wie ihr jetzt hier. Geht auf GTA Online, GTA Online spielen und dann auf eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Sollte er in diesem Bildschirm sein, in dem ich jetzt quasi bin, sagt er euch Bescheid und ihr könnt euch wieder auf euren Account einloggen. Ihr seid derweil nämlich rausgeworfen worden, da steht dann, dass sich jemand mit eurem Account auf einer anderen PS4 angemeldet hat. Und in dieser Meldung wartet ihr einfach nur so lange, bis euer Freund dann jetzt soweit ist, wie ich jetzt hier bin. So, anschließend geht ihr auf der Konsole 1, also ihr, die den Glitch macht, wieder zurück in eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung, beziehungsweise ihr loggt euch ein und dann werdet ihr in GTA immer noch im Story-Modus sein und dann geht ihr in eine Einladesitzung rein. Inzwischen solltet ihr festgestellt haben, dass ihr mit eurem Freund, mit dem ihr das machen wollt, nicht in einer PS4-Party sein könnt, weil ihr halt immer wieder rausgeworfen werdet. In dem Moment, wo ihr euch jetzt wieder eingeloggt habt, ist euer Freund natürlich wieder auf seiner Playstation von eurem Account ausgeloggt worden. Und deswegen funktioniert das Ganze mit PS4-Partys nicht. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr das mit einem Freund machen solltet, den auf jeden Fall anzurufen über euer Handy und das Ganze dann so mit ihm zu klären. Wenn ihr dann in GTA Online zurück seid, fahrt ihr einfach mal zu irgendeinem Bekleidungsgeschäft und stellt euren Spawnpunkt mal auf letzter Ort. Wenn ihr das gemacht haben solltet, braucht ihr als nächstes irgendeine Jogger. Da könnt ihr irgendeine Jogger von euch nehmen, ist vollkommen egal, welche Farbe die hat. Hauptsache, das ist eine Jogger. Dort geht ihr einfach hin und nehmt alles von diesem Outfit runter bis auf die Hose. Also, dass ihr wirklich nur die Jogger anhabt. Das Outfit hier speichern wir ab, das nenne ich jetzt C1, weil das nämlich das Konsole 1 Outfit ist, also das, was ihr halt benutzt.
Und das zweite Outfit ist, ich zeige euch das Ganze mal, ich habe das eben schon einmal abgespeichert hier, ist dieses Outfit hier. Hier geht ihr dann einfach nur einmal rüber zu den Hosen und dann geht ihr auf die Shorts. Und jetzt könnt ihr euch hier verschiedene Shorts auswählen und jede von diesen Shorts färbt die Jogger in einer anderen Farbe. Dazu werde ich euch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung eine Liste reinpacken, welche Shorts die Jogger in welcher Farbe färbt. Ich werde das Ganze jetzt hier für die weiße Jogger machen, deswegen benutze ich jetzt hier die lila Cargo Shorts. Und das ist auch das zweite Outfit, welches ihr auf jeden Fall speichern müsst, hier auf dem zweiten Platz. So, ich habe es jetzt nochmal gespeichert. Und ja, wenn ihr das gemacht haben solltet, habt ihr auf jeden Fall schon mal alles vorbereitet. Sucht euch auf jeden Fall die Cargo Shorts raus, die ihr braucht, um die Hose in der gewünschten Farbe zu färben. Und speichert das Ganze auch auf jeden Fall so ab, wie ich das hier gemacht habe. So, ihr mit eurer Hauptkonsole geht jetzt auf jeden Fall erstmal wieder auf dieses C1 Outfit von mir, beziehungsweise auf das Outfit mit der Jogger. Und dann geht ihr noch einmal auf Fallschirm, zieht euch einfach mal einen Fallschirm an. Könnt auch auf Accessoires gehen, zieht euch irgendwie eine Brille an, das ist vollkommen egal. Dann macht ihr das Interaktionsmenü zu und wartet unten rechts auf eine goldene Ladeschnecke. Euer Freund sollte jetzt die erste Meldung bei sich annehmen, dass sich jemand anderes auf einer anderen PS4 mit dem Account eingeloggt hat. Und ja, als nächstes kommt auf jeden Fall das Computerprogramm Netcat ins Spiel. Das solltet ihr jetzt während des ganzen Videos einfach offen lassen. Als nächstes geht ihr dann jetzt auf dieses Wifi-Zeichen von eurer PlayStation drauf und klickt dort einmal drauf. Sobald das Symbol sich rot färben sollte, könnt ihr eurem Freund Bescheid sagen, dass er sich auf seiner Konsole mit eurem Account einloggen soll. Ich werde mal eben kurz den Part von der zweiten Konsole einblenden. Wenn sich euer Freund dann wieder bei euch angemeldet hat, sollte er immer noch hier in GTA in diesem Bildschirm sein. Anschließend geht er einfach ganz schnell auf eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung und wartet dann darauf, dass er in GTA Online angekommen ist. So, wenn euer Freund dann spawnt, beziehungsweise ihr mit eurer zweiten Konsole, ich weiß ja nicht, wie ihr den Glitch machen wollt, es funktioniert auf jeden Fall beides. Wenn ihr auf jeden Fall gespawnt seid, geht ihr einfach mal in euer Interaktionsmenü, also euer Freund, und wählt dann das C2 Outfit aus, also das Konsole 2 Outfit. Das ist ja das mit der Cargo Shorts. Als nächstes geht ihr noch einmal hoch auf Fallschirm, macht den Fallschirm an und dann schließt ihr das Interaktionsmenü. Und sobald das Interaktionsmenü geschlossen ist, sollte unten rechts eine gelbe Ladeschnecke auftauchen und sobald die verschwunden ist, einfach Steuerkreuz nach unten gedrückt halten und dann geht er wieder zurück in den Story-Modus. Und dann war es das jetzt auch schon für die Konsole 2. Im Story-Modus muss euer Kollege dann noch einmal die Pause-Taste drücken und sich dann von eurem Account ausloggen. So, hier drückt ihr einfach nur die Optionstaste und dann kann euer Freund sich ausloggen. Sobald euer Freund sich ausloggt, bittet ihr ihn darum, euch Bescheid zu sagen. Das ist nämlich für euch das Zeichen, dass ihr Netcat wieder anmachen könnt. Aber wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt wieder auf der Hauptkonsole. Also bis gleich, Freunde. Ihr auf eurer Hauptkonsole habt davon natürlich gar nichts mitbekommen, weil ihr immer noch in GTA Online seid. Ihr wartet jetzt, wie gesagt, so lange darauf, dass euer Freund euch sagt, okay, ich bin jetzt von deinem Account ausgeloggt, du kannst starten. Wenn das der Fall sein sollte, müsst ihr auf jeden Fall wieder auf Netcat gehen und den Haken wieder reinmachen bzw. das Wi-Fi-Zeichen nochmal antippen, damit es wieder blau wird. Und sobald das der Fall ist, bestätigt ihr einfach sehr schnell mit X das Outfit hier, also das C1 Outfit von euch, und schließt dann das Interaktionsmenü. Dann sollte unten rechts nochmal kurz eine goldene Ladestecke kommen und dann solltet ihr auch schon vom PSN abgemeldet werden. Da steht dann, jemand anderes hat sich mit eurem Account auf eine andere PS4 eingeloggt und deswegen wurde ihr ausgeloggt. Die Meldung bestätigt ihr einfach nur und geht dann wieder zurück auf GTA
Und in GTA werdet ihr dann aus der Online-Sitzung rausgeworfen und in den Story-Modus geladen. Ich werde das Ganze jetzt hier nicht ganz filmen können, weil ich leider keine Elgato habe, aber ich werde das trotzdem mit euch zusammen machen. Ich gehe jetzt hier zeitgleich auf das Computerprogramm Netcut, gehe einmal auf das Wi-Fi-Symbol und drücke jetzt einmal die linke Maustaste auf dem Wi-Fi-Zeichen, so, da haben wir es, und im selben Moment auch die X-Taste, um das Auflädchen zu bestätigen. Anschließend schließe ich das Interaktionsmenü und warte auf die goldene Ladeschnecke. So, jetzt warte ich darauf, dass ich rausgeworfen werde. Wenn ihr euch dann wieder mit eurer ersten Konsole auf eurem Account einloggen solltet, bekommt ihr auf jeden Fall in GTA erstmal eine Fehlermeldung und werdet aus GTA rausgeworfen. Also ihr landet dann wieder im Story-Modus und diese Meldung, von der ich gerade gesprochen habe, die akzeptiert ihr einfach nur mit X, und anschließend landet ihr dann wieder im Story-Modus. Eurem Freund könnt ihr schon Bescheid sagen, dass ihr seine Hilfe nicht mehr braucht, dass ihr fertig seid, und er kann sich dann wieder auf seinen Account einloggen oder halt getrennte Wege, das könnt ihr euch dann so zurechtlegen, wie ihr das wollt. Okay, hier im Story-Modus müsst ihr auf jeden Fall jetzt wieder die Optionstaste drücken und geht dann auf GTA Online. Hier müsst ihr ganz kurz warten wahrscheinlich, bis diese Felder hier nicht mehr ausgegraut sind. Bei mir sind sie jetzt direkt schon wieder da. Es kann halt wie gesagt schon mal sein, dass die ausgegraut sind. Wartet auf jeden Fall so lange, bis die wieder sichtbar sind bei euch. Und wenn das dann bei euch der Fall sein sollte, geht ihr auf GTA Online, geht ihr online spielen und dann eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Wenn ihr dann wieder in GTA Online spawnt, solltet ihr direkt mit der richtigen Hose spawnen. Ja, in meinem Fall hat es direkt funktioniert. Bei mir ist die weiße Jogger jetzt drauf. Das Outfit würde ich euch empfehlen, auch jetzt als allererstes mal abzuspeichern. Die Hose hat sich zwar gefärbt, es ist aber noch nicht abgespeichert, also geht auf jeden Fall hin und speichert das Ganze erst einmal ab. Hier in meinem Fall speichere ich das Ganze jetzt hier auf dem ersten Platz ab. Und so, meine Lieben, kommt ihr auf jeden Fall jetzt an die seltenen Joggers. Wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, zeigt es bitte, bitte wie immer mit einem Daumen nach oben und einem Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ansonsten gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch wie immer noch viel Spaß damit. Haut rein, Leute. Macht's gut, bis bald. Und ciao.